Berlin. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen insgesamt 1,7 Milliarden Überstunden geleistet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der linken Fraktion hervor, die der Bild-Zeitung vorliegt. Jeder der knapp 33 Millionen Beschäftigten in Deutschland macht also im Schnitt 51,5 Überstunden im Jahr. Die Summe aller Überstunden entspricht den Angaben zufolge etwa 1 Million zusätzlicher Vollzeitstellen. Überstunden schaden uns allen, erklärte dazu die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jutta Krillmann. Die einen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen haben keine oder zu wenig Arbeit, hat Jutta Krillmann, raute Arbeit gerecht verteilen. Arbeitszeitvolumen in Deutschland steigt. Extremer Anstieg im Teilzeitbereich https://t.co/c7wsnfldwh Raute Job Raute Teilzeit pc.twiter.com/rvrlkqx6gq Linksfraktion, Ad Linksfraktion, Dezember 16, 2017, mehr als die Hälfte der Überstunden, 947 Millionen waren unbezahlt. Fast 70% der Mehrarbeit wird von Männern geleistet, auf das Konto von Frauen geht nur 30%. Von Ann, RND.